Hallo, mein Name ist Björn und in meinem Trainingstipp geht es heute um den Spielaufbau über Kopf. Der Spielaufbau über Kopf kommt ganz oft vor, zum Beispiel wenn wir die Situation haben, dass wir den Ball auf unsere eigene Seite annehmen oder zu sehr an unsere Seitenlinie, dann ist keine andere Möglichkeit mehr, als den Ball über Kopf zu spielen. Aber wir haben natürlich auch oft die Situation, dass wir gerne aus taktischen Gründen einen Spielaufbau über Kopf selber machen wollen. Zum Beispiel, um die Blockabwehrstrategie des Gegners ein bisschen zu stören und Abstimmungsprobleme zu provozieren. Oder aber auch, um den Angreifer besser in Szene zu setzen, dass er vielleicht sogar blockfrei zum Angriff kommt, weil der Blockspieler zu spät am Ball ist. Und als weiteres taktisches Mittel, das kennen wir auch alle, wenn wir zum Beispiel Seitenwind oder leicht seitlichen Wind haben, macht es natürlich Sinn, den Angreifer immer von der besseren Windseite angreifen zu lassen. Das heißt, wenn er den Ball in den Wind schlagen kann, dann hat er immer einen größeren Vorteil. Und dann macht es manchmal Sinn, auch über Kopf zu spielen, um den Angreifer wirklich die bessere Angriffsseite zu geben. Ein weiterer Vorteil ist, wenn ich als Angreifer mir eine neue Angriffsposition suchen möchte und nicht mehr von der gleichen Angriffsposition angreifen will, dann kann ich über Kopf auch mal angreifen und vielleicht durch die Mitte angreifen und so den Gegner noch vor eine schwerere Aufgabe stellen. Für den Spielaufbau ist es wichtig, wenn ich über Kopf spielen möchte, dass ich erstmal meine Standardannahme spiele und den Ball auf meiner Seite lasse. Ich will dem Gegner nicht zeigen, was ich spiele und ich will trotzdem im engen Spielkonzept bleiben. Das heißt, der Ball wird dann über Kopf trotzdem beim Zuspieler gespielt. Und dabei ist ganz wichtig, dass der Zuspieler sich auch ausrichtet, wenn er über Kopf spielt. Das heißt, er spielt in Schulterachse den Ball über Kopf zu. Wie gerade schon erwähnt, ist es für ein Blockabwehrteam ganz schwer, gegen Teams zu agieren, die über Kopf angreifen. Unser Tipp ist dabei, wenn das gegnerische Team über Kopf angreift, dann nehmt die Blockabwehrstrategie mit auf die andere Seite und versucht nicht irgendwie entweder neu anzuzeigen oder die gleiche Seite abzudecken. Dann weiß jeder genau, was Sache ist und dann ist es klar definiert.